Kollege Michael Henrich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten heute zwei Anträge zum Thema freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es geht um Selbstständige, es geht um Menschen, die nicht pflichtversichert sind und auf andere Art und Weise in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, und Sie sprechen an. Beiden ist gemeinsam, dass es um Menschen mit niedrigem Einkommen geht. Und Frau Klein-Schmeink, ich sage, das Thema ist viel zu ernst, um es wieder für Schaufensterreden oder sonst was zu benutzen, sondern sich der Thematik zu nähern. Nämlich, es geht um die Frage, lassen Sie mich doch aussehen, es geht um die Frage auf der einen Seite der individuellen Bezahlbarkeit, aber es geht auch um die Frage, wie wir das Gesundheitssystem insgesamt bezahlbar halten. Es geht um die Frage der gerechten Finanzierbarkeit eines solchen Systems. Und beides, individuelle Bezahlbarkeit und gerechte Finanzierung, ist eng miteinander verknüpft. Und wir suchen alle nach vernünftigen und praktikablen Lösungen. Was ich schade finde bei dem Antrag der Linken, ich sage es ganz offen, dass sie sich beschränkt haben auf das Thema niedrige Einkommen und sie nicht dargelegt haben, wie ein fairer Interessensausgleich stattfinden kann, weil zu hohe Krankenversicherungsbeiträge kann Menschen mit niedrigem Einkommen extrem belasten, aber mittlerweile auch Menschen mit höherem Einkommen. Und Frau Behrendt, Sie haben es vollkommen zu Recht angesprochen, private Krankenversicherung, auch dort gibt es solche Fälle, denen wir uns stellen müssen. Und es ist die Frage, kann das die Bürgerversicherung des Allheilmittel sein? Ich glaube, sage ich ganz offen, ich glaube, dass wir bisher eine gute Lösung gefunden haben. Wir haben für die Privatversicherten eine Lösung, wir haben für die gesetzlich Versicherten eine Lösung, die vom Bundesverfassungsgericht übrigens abgesegnet wurde, wo es heißt, dass sie richtig ist. Und es wurde ja heute schon im Einzelnen dargelegt, wie diese Mechanismen sind, wie die Einkommen reduziert werden auf 265 Euro beziehungsweise 177 Euro. Stopp, na, Frau, jetzt lassen Sie mich doch ausreden. Ja? Wir haben in Paragraph 240 Regelungen, wie gesagt, wie das abgestaffelt wird. Wir haben berücksichtigt, dass der Gründungszuschuss nicht zur Anrechnung gezogen wird. Wir haben berücksichtigt, dass Pflegegeld nicht herangezogen werden soll. Aber ich sage eben noch mal, es geht auch darum, dass wir die, die heute mit ihren hohen Beiträgen dieses System stützen, dass wir die nicht überfordern und dass wir da auch einen fairen Ausgleich schaffen. Und ich möchte ein Thema ganz speziell mal aufgreifen. Wenn wir Ihrem Antrag folgen würden, dass wir diesen Beitrag auf 70 Euro reduzieren, dann haben wir 70 Euro, steht drin, dann haben wir ein Problem dergestalt, dass wir bei den Arbeitslosengeld II-Empfängern und beim Thema Flüchtlinge, wo wir heute 90 Euro haben, schon wieder in einem gewissen Wertungswiderspruch stehen. Wir Gesundheitspolitiker haben alle ein Interesse daran momentan, dass dieser Zuschuss aus der Steuer für Arbeitslosengeld II-Empfänger und für Flüchtlinge erhöht wird. Wie soll ich das rechtfertigen, wenn dann der Beitrag bei 70 Euro für Solo-Selbstständige, für Rentnerinnen und Rentner, das ist nicht völliger Blödsinn. Setzen Sie sich doch mal ernsthaft mit dem Thema auseinander. Diese Frage kriegen Sie an diesem Punkt nicht gelöst. Und im Kern geht es um die Frage, dass wir das nämlich nur über das Thema Steuern lösen können. Wir müssen vernünftig schauen, dass wir das nicht nur sozusagen über ein Krankenversicherungssystem machen, das für mich ein Ausgleich ist in der Solidarität zwischen gesund und krank, und der Ausgleich zwischen Einkommensstarken und Einkommensschwachen findet im Steuersystem statt. Und deswegen wäre eigentlich der richtige Ansatz, und das haben Sie überhaupt nicht berücksichtigt in Ihrem Antrag, dass wir schauen, wie kriegen wir das vernünftig über die Steuer geregelt. Und ich möchte einen Punkt zum Schluss sagen, nochmal zum Thema Bürgerversicherung. Mir kommen die Worte der Bundeskanzlerin vor, glaube 10 Tagen in Erinnerung, die von der Lehrformel gesprochen hat, im Zusammenhang mit Wir schaffen das.
Wenn ich das Stichwort Bürgerversicherung höre, dann habe ich auch den Eindruck, dass wir hier nur noch mit einer Lehrformel arbeiten und hantieren. Und ich will einen Punkt sagen. Gestern wurde ein Gutachten veröffentlicht vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Ein SPD-geführtes Haus. Und dieses Haus hat nicht eine Bürgerversicherung favorisiert, sondern eine Prämie mit Steuerausgleich. Und vielleicht wäre es an der Zeit, wenn wir uns einfach mal wegbewegen würden von diesen Floskeln, sondern versuchen, uns inhaltlich den Themen zu nähern. Herzlichen Dank.